Jo, moin, moin, ihr Flüchtlinge, hoi, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Star Trek Prodigy Supernova. So, let's go to the next mission. Mal gucken, wo es uns hinführt. Offensichtlich mal wieder zu den lila Laune-Planeten. Mirios. Können wir eigentlich. Oh, wir können die vorherigen Sachen nochmal aufrufen. Wie incredible praktisch ist das denn? Es wäre jetzt noch echt schön, hätte man sich gemerkt, wen man wo braucht. Ach nee, warte, wir müssen ja gar nicht voranstellen, wie man wo braucht. Wir kriegen es ja im Nachhinein einfach ich wollte sagen, Dropdown. Nee, wie heißt denn das? Beam-Effekt können wir ja einfach ganz normal. Person aussehen. So, 1, 2. Okay, schauen wir mal, wo wir hier sind. Earl hatte Ausschau nach Watcher-Technologie, die Energie aus der Sorka-Station saugt. Okay. Machen wir. Wir halten Ausschau. Wenn wir sie finden, wird Gwyn sie mit ihren riesigen Füßen zerstampfen. Ich würde einer Frau nie sagen, dass sie riesige Füße hat, aber okay, deine Entscheidung. Optisch finde ich sogar sind, also hier zumindest von den Charakteren, seine größer als ihre, aber okay. Sind die gar nicht. So, Safe Point. Bin jedes Mal wieder überrascht. Oh oh. Oh oh. Ich merke gerade, bei dir noch die völlig falschen Kram ausgerüstet, Mädel. Madel, kannst du dich auch beteiligen an der ganzen Sache oder muss ich hier wirklich alles alleine machen? Ich übernehme ab hier. Bäh! Diese Watcher sind Geschichte. Sehr schön. So, wir fangen mal erstmal in diesem Raum an, in dem wir nicht reingehen können, okay? Dann gehen wir in diesen Raum. Da können wir reingehen. Good to know. Diesen Raum. Haben wir hier nicht schon mal? Nee, warte mal. Das ist damals explodiert. Ah, es sieht sehr ähnlich aus. Aber ohne Zugangskarte hätten wir ja vorher gar nicht reingekonnt. Das ist hier. Da können wir wieder nicht rein. Und hier ist nichts mehr. Okay. Was ist denn? Achso, das sind Pflanzen. Moment, dieser Raum war es. Okay, die kann man nicht kaputt machen. Good to know. Wir müssen offensichtlich irgendwas mit diesen Lichtstrahlen-Dingern machen. Hier kommt ihr nicht rüber, ne? Das ist zu weit. Okay, das heißt, erster Weg muss zwangsweise erledigen wir es. Einmal hier durch sein. So, was passiert, wenn wir das hier machen? Dann fährt die Brücke aus, ne? Ja, genau. Dann übernehmen wir ab hier. Wunderbar. Aber ich bin mit dieser Waffe irgendwie immer noch nicht so d'accord. Bam, 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 bam. Ich
Was passiert, wenn wir das hier machen? Dann fährt die Brücke wieder aus. Und wir brauchen Brücke für sie, damit sie hier das Schildding deaktiviert. Wir an diesen Klotz hier herankommen. So. Bam. Und schon ist hier alles deaktiviert. So wollen wir das haben. Okay, schauen wir mal. Hier links könnt ihr nicht hoch. Doch, da könnt ihr auch hoch. Nur Dell kommt durch dieses grüne Teil hier durch. Okay. Wir müssen halt erstmal irgendwie irgendwas hier rüber beamen. Wegen den, also so ein Würfel wegen der Energie da hinten. Das heißt, hier links hochgehen bringt momentan noch gar nichts. Dum, 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 dum. Splinter Cell war ein Scheiß dagegen, gegen diese Schleicheinlagen hier. So, jetzt bräuchten wir eigentlich sie. Mir nach. Zum Deaktivieren. Was haben wir denn jetzt aktiviert damit? Ich übernehme ab hier. Ach, nur den Transporter haben wir aktiviert. Das ist ja herzlich wenig, aber kommst du hier hoch? Wozu soll man denn dann überhaupt durch diese Kamera laufen? Das ist mir noch nicht ganz geläufig. Sieh zu und lern was. Mir nach. Ich übernehme ab hier. Brauchen da hinten keine, ne? Ne. So, einmal. Erledigen wir es. Ach, hier kannst du nicht rüberklettern. Das ist ja bescheiden, sag ich mal. Mir nach. So, dann beamst du auf jeden Fall die Kiste rüber. Mal ganz ehrlich, wenn wir hier nicht hochklettern können, wie kommen wir... Au, da geht eine Brücke rüber. Okay, verstehe. Alleps. Zack. So. Kommst du Dell oder muss ich dich hinterher schleifen? Wunderbar. So, die Frage ist, was haben wir jetzt freigeschaltet? Das hier. Oh oh. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so freuen würde, Murphs Schleimspur zu sehen. Ein Glück, dass er so undicht ist. Hat er jetzt abgenommen, weil er so viel Masse verloren hat? Ich meine, das ist nicht gerade wenig für den kleinen Charakter. Okay. Wir müssen hier durch. Dafür müssen wir hier einen Würfel hinsetzen, der die Energie vermutlich deaktiviert. Oh. Yeah.
Er ist in der Zelle. Ich habe ihn Murfen hören. Ja, Murfen hört man ihn gerne, ne? Ich hab den echt gar nicht wahrgenommen im ersten Moment. Halt durch, Murf! Wir holen dich raus, aber wir müssen den Kern deaktivieren, um deine Zelle zu öffnen. So, oh Gott, das ist immer ein weiter Sprung noch darüber. Verwandle sie zu Schrott. Wen denn? Oh Gott. Jetzt haben wir wieder Watcher-Besuch, ja? Aua. Tut doch nicht immer so weh. Lass mir das Leben. Sehr schön. Ach komm. Ja, sehr schön. All die Sachen hier, ja. Wieso kann ich sie nicht einsammeln? Aber wir sind schon voll. Eben hatten wir gar nichts, jetzt sind wir schon voll. So, da geht's nicht durch, da geht's nicht durch. Captain Dell, einsatzbereit. Noch irgendwas? Nö. Ist hier durch? Natürlich nicht. Erledigen wir es. Okay, hier brauchen wir Jinkom. Shankom ist hier, um den Tag zu retten. Mal wieder. Eigentlich die falsche Richtung, weil wir entfernen uns von gerade von Murph wieder, aber naja, passt schon. Okay, wir kommen von. Ne, wir kommen nicht von da hinten. Aber offensichtlich von hier und die Welt hat sich einmal gedreht. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Kraftfeld, was wir offensichtlich irgendwo anders deaktivieren müssen, weil hier gibt es nichts, keine. Ich meine, es wäre ja auch ein zu großes Hindernis, wenn wir hier einfach rüberklettern könnten über dieses hüfthohe Geländer. Moment, aber hier können wir nur weg. Ich übernehme ab hier. Mal eine doofe Frage, funktioniert das? Können wir da durchschießen einfach? Nee, können wir da drüber schießen? Nee. Noch mal ganz kurz hier hin. Ist hier noch irgendwas, womit wir das deaktivieren können? Auch nicht. Okay, das heißt, wir verlassen den Raum und die Etage ohne hier was zu machen. Oh. Ja, wobei, das hier hinten ist schon ein Fahrstuhl, oder? Das wird nicht einfach hier. Erledigen wir es. Naja, vielleicht gibt es einen Rückweg hier nochmal hin. Wir müssen ja zumindest Murph irgendwann nochmal abholen. Frage, Dull. Wenn ich spüre, dass ein Oh-Oh kommt, was soll ich stattdessen im Hinblick auf deine Abneigung gegen den Begriff sagen? Wie wäre es mit... Sieh mal! Toll. Sieh mal da. Der Sonnenstern hat fast den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Aber wir haben so viele Kraftwerke deaktiviert. Wie kann das sein?
Wenn wir sie nicht deaktiviert hätten, wäre der Sonnenstern bereits tot. Sobald die Natur den kritischen Punkt überschritten hat, wird es leider immer schwieriger, die Flut aufzuhalten. Wie lange hat der Sonnenstern noch? Weniger als 8 Stunden. Dann brauchen wir alle Mann an Deck für Murph. Okidoki. Dann, na, ist der Triggerpunkt. Wie legst du jetzt auf der Plattform fest? Danke sehr. Zeit, dir zu zeigen, wie man's macht. Also wir haben jetzt diesen Mega-Giganto-Warp-Can, nenne ich ihn mal, deaktiviert. Ich hoffe mal, jetzt ist vielleicht auch hier die Energie weg. Ja, wunderbar. Phaser überhitzt. Gib mir Deckung. Okay. Das letzte Mal aus so einer Situation geflohen sind, kam natürlich hier Mr. Dreadnought. Ich weiß nicht, ob wir den hier auch haben wollen. So, die Tür ist auch wieder offen. Smurfy Mur. Oh Gott, was geht denn da hinten ab? Murph Murph. Oh Gott, was? Jetzt vielleicht noch eine Nummer kleiner? Oh, geh uns aus dem Weg, Dummkopf! Das ist kein Witz! Unser Freund ist da drin! Beweg dich! Sonst? Du wagst es, Medex zu bedrohen? Mein Dreadnought-Meister hat mich gewarnt, dass ihr Kämpfer seid. Aber er hat nicht erwähnt, wie klein und sehr traurig ihr wirkt. No! Ho, du bist klein und traurig! Du, Mädchen, bist Raunagat? Bin ich. Warum maskierst du dich als Sternenflotte? Nach dem, was sie dir, was sie Solum angetan haben. Was haben sie getan? Gwen, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Du wurdest geschaffen, um unsere Arbeit fortzusetzen. Was ist mit Solum passiert? Genau, konzentrieren wir uns aber bitte wieder zurück auf Murph. Danke sehr. Gwen! Yay. Oh Gott. Okay. Oh Gott, geh weg! Hey. Aua! Oh Gott. Oh oh. Ich weiß nicht, wie man das ohne zusätzliches Leben machen soll. Au.
So, den einen Arm haben wir mal. Oh Gott. So viele Bomben. Okay, wir wissen, welcher Arm es sein. Oh oh. Ja, genau, jetzt auch noch die Viecher oder was? Aber ich mein Potter leben. Nee. Aua. Nein. Aber Gott leben. Muss hin. Danke sehr. Komm, Gwyn, wir müssen. Ach, komm mal, das war so weit weg. Ach, komm, bist du schon wieder down oder was? Mach den zwei Schüssen. Ganze Arbeit ist gut, wir machen hier schon ordentlich was. Sehr schön, ich steig mal oben auf dieses Ding hier. So, ganz kurz diese Welle abwarten. Nein. Ach Mann, ey. Schön hinter diesem Ding in Deckung bleiben. Also mal, Dell, kannst du vielleicht auch mal auf das Ding schießen? Ich würde ja gern manuell schießen können, aber wenn das schon nicht geht, dann zieh doch wenigstens auf den Arm, vor dem du stehst. Ist jetzt der nächste, der so runterschlägt. Hat der da links, oder? Ja. Okay, hab's verstanden. Ah, ist ja gut. So, hier das sind wir sicher. Nimm nochmal die. Alter, das war doch weit genug weg. Wie weit muss ich denn wegstehen? Da kann ich nicht auf den schießen, wenn ich so weit weg bin. Er trifft ja schon nicht, wenn er direkt davor steht. Und wie häufig schlägt er denn hier runter? So, jetzt schießt du erstmal. Jetzt du. Auf der Entfernung treffe ich ja nicht. Aber näher dran kriege ich Schaden. Das ist doch irgendwie... Selbst hier kriege ich noch Schaden. Glück kann man, also ich weiß nicht, ob das schon Cheaten ist, dass man abwartet. So, ich muss hier halt in der, ja. Geht nicht anders. Ich muss es jetzt so machen hier, ey. Und selbst sie macht keinen Schaden. Was soll denn der Scheiß hier? Sieh zu und lern was. Oh Gott.
So, jetzt du. Oh. Nein, hier war gerade ein Leben. Dahin zielen, Dell. Dahin zielen. Meine Güte, nee, ey. Ja, Wiederentdeckung. Reicht dieser Abstand? Immerhin. Mann. Ach, come on. Oh Gott. Bomben natürlich. Warum immer noch mehr Bomben? Gehen die Bomben jetzt auch mal hoch? Ich komme hier sonst nicht durch. Meine Fresse. Also das ist gerade ein bisschen Frustnerv-Level-Game hier, ey. Hier hinten überhaupt Schaden. Muss ich jedes Mal 100 Jahre warten, bis diese Welle durch ist und dann. Okay, kommt einfach wieder die nächste. Aua, aua, aua. Also Dell, dein Zielwasser ist aber auch einfach nicht vorhanden. Oh Gott. Oh, wieder ausweichen der Welle. Wieder ausweichen der Mine. Wieder ausweichen der Welle. Wieder ausweichen dem Schuss. Jetzt kann ich einmal angreifen. Dell trifft nicht, schießt nicht. Jetzt ist der Phaser-Überhits. Wieder ausweichen der Welle. Wieder ausweichen der Mine, Mine, Mine. Wieder ausweichen der Welle. Oh Gott. Wieder ausweichen der Welle. Wieder ausweichen dem Schuss. Da kommt die nächste Trupplerverstärkung. Komm, Welle, zieh vorbei. Natürlich, jetzt kommen erstmal wieder Minen. So, jetzt haben wir den. Ne, wir haben den letzten Abend noch nicht ganz, aber wenn Gwyn sich mal kurz beteiligen würde. Sehr schön. Sehr schön, Gwyn hat ihn eingesammelt. Das war der letzte. Tschüss. Nein, bitte, nein.
Gib mir eine Sekunde, um zu Atem zu kommen. Okay, eins. Hier, bitte. Nun, Dell, du wirst gleich in Stücke gerissen. Reiß dich zusammen, mein Kumpel. Kann das jemand erklären? Ich bin gefesselt. Das Versagen der Maschine wurde durch Malware vorherbestimmt, die eine automatische sequentielle Zerstörungsreaktion auslöste. Ja, geil. Kann das jemand erklären? Hallo? Schnappt euch Murph und verschwindet sofort! Ja, das krieg ich hin. Komm, Murphy, Murph, Murph, Murph. Halt dich fest, Murph. Wir holen dich. Dal, was meinte Maddox damit, dass ich Schatten in mir trage? Keine Ahnung. Aber wir werden es später herausfinden. Jenkem, Transport! Jetzt oder nie! Murph kann hinein und kann diese Türen für dich öffnen. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Fliehe von Mirius. Hervorragende Arbeit, Kadetten. Eine Bewunderung. Hinterher überspringen wir mal, das ist eh immer derselbe Text. Sternzeit 61183,3. Es ist großartig, die ganze Besatzung wieder zusammen zu haben. Auch mit ihren lästigen Angewohnheiten. Rock summt immer noch dasselbe Lied über Baby-Weltraumhaie. Zero dringt immer noch in meine Gedanken ein, ohne zu fragen. Duncan pfeift immer noch, wenn er lacht. Und Murph bewegt sich immer noch so langsam wie andorianische Melasse. Es ist denn das Lied über Baby-Weltraumhaie? Baby Space Shark 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 Baby Shark. Oh Gott, nein, bitte nicht. Eine letzte Mission bleibt mir und Gwen noch. In die Dyson-Station auf Terrace einbrechen, dem Hauptquartier von Systemkiller, und ihn daran hindern, sein Wurmlochgerät vollständig aufzuladen, um den Orion-Sonnenstern vor der totalen Zerstörung zu retten. Wie sagt Jenkem so schön, kinderleicht. Du hast Murph gerettet. Murph kann helfen, indem Murph in den Kampf eingreift. Schließe das Holodeck-Training ab, um zu lernen, wie Murph der Besatzung helfen kann. Ich würde sagen, das schieben wir mal in die nächste Folge, weil diese hat schon gewaltige Überlänge erreicht. Deswegen sage ich mal, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hummel, Hummel. Maus, Maus.